Ja, und jetzt habe ich dir versprochen, dass du erstens ganz neue wissenschaftliche Überlegungen kennenlernst und die uns auch noch reicher machen, gesünder und glücklicher machen. Und ich greife jetzt aus 20 Reformen eine einzige raus und dann können wir darüber diskutieren. Denn das Ganze fußt auf ganz viel Wissenschaft, aber wir versuchen das mal so auf den Punkt zu bringen, was wir davon brauchen. Also, die Gesundheitsreform soll uns jedes Jahr 70 Milliarden Geld einsparen. Der Arzt Christian Zimmermann ist der Leiter oder Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes und er sagt, 70 Milliarden sind locker jedes Jahr drin. Wenn wir davon 90% rüber ins Klima bringen würden, dann könnten wir sehr viel beim Klimaschutz erreichen. Ja, und die Professoren haben ja vor, in 7 Jahren 900 Milliarden zu generieren, weil sie ja auch noch weitere Reformen haben. Ja. So, und wie soll jetzt dein Gesundheitssystem in Zukunft aussehen, meines? Unser Hausarzt kriegt erst einmal, als erstes nach der Reform, kann er den Stift aus der Hand legen. Denn die Ärzte beschweren sich darüber, dass sie mehr als 50% ihrer Arbeitszeit gar nicht mit Patienten zu tun haben, sondern mit Dokumentationskram und Schreibkram und Abrechnungskram und sonstigen. Ja? Das heißt, Schluss damit. Ein für alle Mal Schluss damit. Dadurch hat der Arzt jetzt 50% freie Zeit. Und was soll er dann damit machen? Er kriegt im Fernsehen von den Professoren kostenlos beigebracht, wie Präventivmedizin geht heutzutage. Modernste Präventivmedizin. Was bietet er also mir als Versicherten an? Spaßmachende, kostenlose, vielleicht mit Comedians garnierte, entertainmentmäßige Gesundheitskurse, Sportkurse, Ernährungskurse, gesunde Ernährung, eigener Gesundheitssportverein mit speziellen Gesundheitssportarten, die neu erforscht worden sind und entwickelt worden sind. Für dich auch interessant. Ne? Dann gehen die Leute dorthin zu Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Es entsteht sowas wie eine Gesundheitsgemeinde rund um jeden Hausarzt, wo die Leute miteinander plaudern, neue Leute kennenlernen, Spaß haben am Feierabend und so weiter. Und das würde dann dazu führen, dass mein Arzt dann errechnet das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der Bundeswahlleiter, in Zusammenarbeit mit den einzelnen Krankenversicherungen. Und wenn er dann feststellen, dass ich nicht krank werde, nicht operiert werden muss, keine teuren Medikamente nehmen muss, weil die Prävention so gut greift, dann kriegt er für jeden Monat, den ich gesund bleibe, ständig Geld, ne, der Arzt. Der kriegt also sein Geld nicht mehr über die Abrechnung eines Handgriffes, sondern es wird geguckt, wie die Gesamtwirkung seiner Präventivleistung auf alle seine Versicherten ist. Und dafür kriegt er regelmäßig Geld ausgeschüttet. Wie findest du diesen Grundansatz? Übrigens auch ein neues Arbeitsfeld für Sportwissenschaftler, denn diese Gesundheitssportarten, das will ja der Arzt mit Kollegen dann anleiten. Und da holt er sich Leute für den Gesundheitssportverein ins Team. Ja? Oh, das ist eigentlich eine super Idee. Also so den Ansatz habe ich noch nie irgendwie überlegt, dass man das so auch machen könnte. Das ist völlig neu. In der Forschung wurde sowas schon ansatzweise immer mal diskutiert. Die Grünen haben sowas ansatzweise mal diskutiert. Aber letztendlich ist es eigentlich völlig neu und völlig das Gegenteil vom jetzigen Ansatz. Also ich finde, das macht auf jeden Fall eigentlich viel mehr Sinn, weil sonst wird halt immer nur darauf spekuliert, dass die Leute krank sind und da also viel das Geld halt nur in das Kranksein gesteckt. Und das finde ich sowieso immer nicht so toll. Weil quasi ja ins Prinzip können sich ja dadurch Evolutionsprozesse herausbilden, die vielleicht sogar Krankheit fördern, ja, weil es Profite bringt, wenn der Mensch chronisch krank bleibt. Und dass dadurch sich sozusagen auch die Evolutionsprozesse der Gedankensysteme der Mediziner sich vielleicht über Jahrhunderttausende, denn wir wissen, dass der Schamanismus vielleicht schon 170.000 Jahre alt sein könnte, dass sich dann über die Jahrtausende hinweg Irrtümer angehäuft haben könnten, die zwar Geld bringen, aber nicht Gesundheit bringen. Ja? Und dass diese Evolutionsprozesse richtig gefährlich sein können, das ist nämlich die neueste Erkenntnis, dass die richtig gefährlich sind. Ja, das ist eigentlich eine gute Methode. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wir gehen nochmal zurück an den Punkt. Also du hattest ja eben gesagt, du findest es eigentlich richtig, dass eben nicht sozusagen immer eigentlich, je kränker ich werde, desto mehr Profit für alle Beteiligten, dass das eigentlich keine schöne Situation ist. Gell? Das geht darauf nochmal ein. Ja?
Ja, genau, was ich auch sagen wollte, ist auch, ja, dass vielleicht fehlt auch teilweise den Leuten überhaupt die Aufklärung dazu, mit dem Sport sich auseinanderzusetzen und der Ernährung. Das heißt, wenn man da mehr den Schwerpunkt drauf legen würde, dass die Hausärzte die Leute da mehr aufklären oder das so generalisiert wird, dann verdreht sich vielleicht eher auch der Standpunkt, dass die Leute offener dazu werden. Ja, das würde sich völlig verdrehen, weil im Moment ist es ja so, wenn Sie zu einem normalen Hausarzt gehen, dann sagt er, Ihre Erkrankung hat nichts mit Ernährung und nichts mit Bewegungsmangel zu tun, Sie brauchen dieses Medikament. Ja, so weiter. Das ist eigentlich die Kurzformel dessen, was der Arzt in seinem Studium lernt. Weil er würde auch gar keinen Cent bekommen dafür, wenn er jetzt sozusagen über Ernährung redet, dann verärgert er vielleicht noch den Patienten, aber im Moment würde er kein Geld dafür kriegen. Während wenn er jetzt in Zukunft Geld für Prävention bekommt, würde er sagen, ach wissen Sie, Ernährung ist ein schwieriges Thema, aber kommen Sie doch mal kostenlos zu unserer Gesundheitsgruppe und schnuppern Sie doch mal rein, kosten Sie doch mal, was die anderen da so zubereiten an Biogemüse und Biofrüchte, Salaten und so weiter, was die so aus der Natur zaubern und so weiter. Gucken Sie sich doch mal an, schnuppern Sie doch mal rein. Und dann machen die Leute das vielleicht, ohne sich genötigt zu fühlen, jetzt unbedingt gleich sofort alles umstellen zu müssen. Und so versucht man dann, die Menschen ganz behutsam zu verführen zu einem gesünderen Lifestyle. Ja, ich kann mir vor allem auch vorstellen, dass, also so wie die Leute jetzt krank sind, häufig nur die nur das Symptom behandelt wird, aber die Ursache, also liegt ja, kann, also ich bin jetzt nicht so der ärztliche Mensch, aber ich kann mir vorstellen, dass auch häufig vieles an dem Sportlichen oder der Ernährung liegt, dass wenn damit die Ursache quasi schon präventiv behandelt wird, also vieles auch gar nicht entsteht. Also ich gehe davon aus sogar, also ich als ehemaliger Psychotherapeut und Psychoanalytiker, also ich gehe davon aus, dass 70-80% aller Erkrankungen eigentlich Zivilisationskrankheiten sind, die durch unseren bewegungsarmen und völlig fehlernährten Lebensstil und all die Umweltgifte und all diese Sachen erzeugt werden. Und dass wir also generell, wir brauchen gesündere Lebensmittel, wir brauchen mehr gesunde Bewegung. Und wir brauchen insgesamt einen gesünderen, glücklicheren Lebensstil. Und der soll nach und nach rund um diese Praxen gelehrt werden. Denn ich könnte jetzt mal andeuten, wie auch die Umwelt gereinigt wird. Denn diese ganzen Gifte müssen ja aus der Luft raus und all die Feinstäube und so weiter. Wie das erzielt werden soll, ich deute es mal an. Als letztes Thema unseres Interviews vielleicht, bevor der Akku alle geht. Der Lebensmittelhändler wird einfach verstanden in Zukunft als Teil des Gesundheitswesens. Der kriegt auch aus den Krankenkassen einen Gewinnzuschlag, wenn die Leute, die typischerweise bei diesem konkreten Rewe-Markt einkaufen, sich zum Beispiel gesünder entwickeln als die seines Konkurrenten von Alnatura, weil der Alnatura vielleicht nur Pseudo-Bio anbietet und gar nicht knusper ist, egal, oder der Alnatura bietet die besseren Sachen an. Man sieht das dann an den Statistiken, weil wenn ich einkaufen gehe mit meiner, anstatt mit meiner normalen Karte, gehe ich später mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte einkaufen, die also speziell allerdings nicht von der Krankenkasse ausgewertet werden darf wegen Datenschutz, sondern vom Bundeswahlleiter, vom Statistischen Wahlamt Wiesbaden quasi diese Daten gesammelt werden, auch nur anonymisiert, alles geht nur über Zahlen. Also der Rewe interessiert sich auch nicht, wie du heißt, der will das gar nicht wissen. Es geht nur über Zahlen, welche Kunden kaufen häufiger dort ein, mit welcher Kundenkennzahl. Und welche kaufen dort zum Beispiel Gemüse? Und wenn dann sagt nämlich der Rewe, lieber Zulieferer, du willst doch weiter mit mir Geschäfte machen. Ja, dann bitte jetzt Schluss mit Glyphosat, Schluss mit Pestiziden, Schluss mit allem. Lass deine Böden von der Pharmaindustrie, neuer Job für die Pharmaindustrie, entgiften. Ja? Und stell uns wieder eine saubere Welt her. Und dann kaufe ich dir deine Produkte weiterhin ab, wenn meine Chemiker das bestätigen, dass deine Ware wirklich auch Ursorten zurückgekreuzt wurden, wieder gehaltvoll sind und richtig wertvoll sind und so weiter. Ja, und dann fängt quasi der Lebensmittelhändler an, Druck zu machen, dass wir die Umwelt entgiften, weil er sagt, die größten Profite kriege ich mit gesunden Menschen und dafür muss auch die Luft besser werden. Und plötzlich fangen die an mit ihren Lobbyisten. Generell, bin jetzt bei 2 von 20 Reformen. Die anderen 18 Reformen greifen auch in die gleiche Richtung und lenken die ganze Wirtschaft dazu, dass Umweltschutz mehr Profit bringt
als Umweltschädigung. Also finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Ansatz. Ja. Bin ich auch für und unterstütze ich sehr gerne. Ja. Und jetzt brauchen wir uns eigentlich nur zu wünschen, dass endlich mal sich jetzt Greta Thunberg gerade neben uns setzt. Dann sind 50 Kameraleute um uns rum. Und dann beginnt die gesellschaftliche Diskussion darüber, ist der Plan der zweiten Scientists for Future, der Klimawirtschaftsblunderplan, kann der das Modell für Deutschland werden, mit dem wir reicher werden und uns aber auch zum Vorreiter und der Welt zeigen können, wir können das Klimaproblem lösen und dabei trotzdem die Wirtschaft sogar stärken? Ja, also von mir auf jeden Fall ein Pro. Pro-Stimme nicht.